Okay, danke schön, Herbert, für diesen ersten Eindruck erstmal. Ich denke, da stellen sich noch eine ganze Reihe Fragen. Ihr kennt es, wenn ich das richtig sehe, waren fast alle schon mal hier. Am liebsten ist es mir, wenn ihr unten am unteren Rand des Bildschirms ein wenig rechts von der Mitte Hand heben, klickt, dann sehe ich auch die Reihenfolge, in der ihr euch gemeldet habt. Geht natürlich auch im Chat, da versuche ich auch halt hinzugucken. Im Chat steht auch, ein paar sind ja später gekommen, ein Link zu einem früheren Video von Herbert, wo er über den historischen Stand des Projekts in Nocivero berichtet hatte. Wer da noch mal nachschauen will, kann das ja gerne tun. Wir haben jetzt von Sebastian im Chat schon eine Frage. Ich denke, damit fangen wir dann auch erstmal an. Sebastian fragt, habt ihr einen gemeinnützigen Verein mit Sitz in Deutschland, der euch finanziell unterstützt? Wie lange ist die Kampagne noch geplant oder nur bis zu den Wahlen 2024? Also es sind zwei Fragen, die da drin stecken. Also das eine, kann man euch in Deutschland also steuerabzugsfähig unterstützen? Das ist ja der Kern der Frage mit dem gemeinnützigen Verein. Und zum Zweiten, wie ist die Perspektive über die Wahlen hinaus? Also die Antwort zur ersten Frage ist nein, wir haben da keine Verbindung, es gibt keinerlei Möglichkeiten, also durch gemeinnützige Spenden die Kampagne hier im Moment zu unterstützen. Was die Kampagne über die Wahl hinaus angeht, planen wir eine Großversammlung der gesamten Koalition und aller, die daran interessiert sind, um zu besprechen, was jetzt, was machen wir nach der Wahl, wie geht es weiter. Wer koordiniert die Kampagne? Aber viel wichtiger noch, welche Strategien haben wir denn jetzt noch? Denn man darf ja nicht vergessen, die Kampagne oder die Koalition als Ganzes ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden. Also das begann 2004. Dann kam das Pilotprojekt 2008 und 2009 und so weiter. Also wir haben da jetzt eine ganze Geschichte hinter uns. Und auf die wir zurückgreifen können und jetzt die letzten 4, 5 Jahre eben mit dieser intensivierten Kampagne mehr Druck von der Straße. Das müssen wir dann alles kollektiv besprechen und dann entscheiden, wie geht's weiter, wer übernimmt die Koordination, welche Organisationen sind denn noch wirklich interessiert. Ich habe ja schon die Kirchen erwähnt, aber auch die Gewerkschaften haben sich weitgehend zurückgezogen. Und von daher müssen wir alle da mal zusammenkriegen im November und dann besprechen, wie geht's weiter. Da kann ich im Moment auch noch keine konkrete Antwort drauf geben. Vielleicht gehst du noch mal ganz kurz ein bisschen intensiver auf den Punkt ein. Wer ist denn da eigentlich noch aktiv? Also du hattest gesagt, die Kirchen, die fanden die Intervention der jungen Leute tendenziell zu radikal. Sind die ganz weg oder ist absehbar, dass die sich völlig zurückziehen? Gewerkschaften? Gibt es denn auch darüber hinaus noch andere Organisationen, neue vielleicht, oder spielen zivilgesellschaftliche Organisationen noch eine Rolle wie hier? Wenn ich das richtig weiß, war bei dem Pilotprojekt ja auch die Selbsthilfegruppen der AIDS-Kranken oder der HIV-Positiven sehr aktiv. Also wer ist denn überhaupt noch ein tatsächlicher aktiver Partner von euch? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Kirchen sind ganz reduziert, nur noch auf zwei, drei Leute. Einen davon kennen viele von euch, den Uhuru Dempas, der ja auch von Anfang an dabei war, der jetzt auch da im Kirchenrat aktiv ist und der versucht, die Kirchen wieder mit reinzubringen. Aber momentan, wie du fragst, Werner, sind die also sehr, sehr am Rand und eher inaktiv. Dann gab es diese National Youth Council, die offizielle Organisation als Dachverband für Jugendorganisationen im Land. Die waren auch unter ihrem früheren Vorsitzenden Mandela Kapere sehr aktiv mit dabei. Der wurde dann Parlamentarier, verstarb an Covid
Und seine Nachfolgerin hat sich also da äußerst bedeckt gehalten. Aber die Organisationen von jungen Leuten selber, da gibt es Comrades Association und andere, die sind die, deren Mitglieder nun aktiv geworden sind. Es sind also nicht mehr die Dachverbände, es sind nicht mehr die Führungsetagen und die Bürokraten dieser Dachverbände, sondern mehr die jungen Leute selber. Von Gewerkschaftsseite, der eine Dachverband, die National Union of Namibian Workers, die der SWAPO angeschlossen ist, hat sich praktisch ganz rausgezogen aus der Kampagne. Aber der zweitgrößere Dachverband, Trade Union Congress of Namibia, TUCNA, hat Interesse dran, auch wenn sie bislang ihre Mitglieder nicht in großer Zahl mobilisiert haben dafür. Was gab es denn sonst noch? Ja, das Netzwerk der AIDS-Organisationen, die sind auch nicht mehr sehr aktiv. Also von daher sieht es organisatorisch gesehen vom Dachverband her sehr schwach aus. Was es am Leben hält, sind die jungen Leute. Und da müssen wir jetzt auch mal besprechen, ist die Koalition, wie sie ursprünglich entstand, heute noch sinnvoll, ist sie noch repräsentativ, ist sie noch interessiert an der Kampagne? Oder müssen wir sagen, okay, die haben da vielleicht aufgegeben, haben keine Hoffnung mehr, sind mit Sonstigem beschäftigt und wir fokussieren daher eher auf Jugendliche direkt in verschiedenen Orten und unterstützen die in deren Programm und wie sie die Grundeinkommenskampagne vorantreiben wollen nach der Wahl dieses Jahr. Also von den Dachverbänden her, die ja in den früheren Jahren die zentralen Träger der Kampagne waren, sind sehr wenige noch aktiv. Das ist leider die Realität. Ja, das ist ja eine Erfahrung, die wir teilweise auch machen und die man auch aus anderen Ländern in den letzten Jahren gehört hat, dass die Organisationen, die lange an diesem Thema aktiv gewesen sind und viele Enttäuschungen einstecken mussten, darauf leider oft auch mit einem gewissen Rückzug reagieren. Gut, aber immerhin sind bei euch ja noch Akteure da, die das Ganze wieder nach vorne bringen könnten. Das müssen wir dann sehen. Hans Florian. Ja, danke. Ich hätte ein Angebot für die argumentative Schärfung, wenn die Leute jetzt diskutieren und sagen, ja, aber nur bis keiner mehr arm ist oder die Reichen kriegen es nicht. Denn die Leute, die so argumentieren, tun ja immer so, als ob sie was von Wirtschaft verstünden. Und die kann man eigentlich nur packen, indem man ihnen klar macht, dass die Arbeitsteilung bestimmte Konsequenzen hat. Und eine Konsequenz der Arbeitsteilung ist, dass das, was für alle gemacht worden ist, auch an alle verteilt wird. Und zwar auf einem Level, das einmal pro Kopf ist und einmal pro Leistung. Und also dass man das Grundauskommen aus der Wohlfahrtecke rausholt. Dass man sagt, es ist ein Unterschied, ob jemand in der Wohlfahrt drin ist. Dann kann man nämlich aufhören, wenn die schlechte Lage für ihn nicht mehr da ist. Aber die Arbeitsteilung ist die gesellschaftliche Wohlfahrt. Und damit kann man nicht aufhören. Denn unser aller Wohlstand hängt davon ab, dass das funktioniert. Danke. Uwe. Ja, eine kleine Frage. Also ich hatte jetzt verstanden, die im Parlament vertretenen Parteien sind eher nicht dafür, die großen Organisationen tendenziell auch nicht. Und ich habe gehört, dass es jetzt hauptsächlich eine Reihe von Jugendlichen gibt, die diesbezüglich aktiv sind. Frage 1 ist, habe ich das richtig verstanden? Frage 2 ist, wie ist dann die Stimmung in der Bevölkerung zu dem Thema? Es wurde ja von demografischen Zustand in Namibia gesprochen, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, also beispielsweise unter den Jugendlichen. Gibt es außer den Aktiven noch ganz viele, die das gut finden, bloß nicht aktiv sind, oder gibt es umgekehrt außer den Aktiven niemand, der es gut findet? Das waren die beiden Fragen. Vielen Dank. Danke.
Also ganz richtig verstanden, so ist es. Es sind überwiegend die Jugendlichen, die heute aktiv sind. Was man aber deutlich merkt, sobald wir Gespräche haben mit Leuten im Land, sobald das Konzept erklärt wird, sobald der Hintergrund dargestellt wird, ist die Unterstützung ungeheuer groß. Was im Moment fehlt, ist ein Glaube, dass durch öffentliche Teilhabe, durch Diskussionen, durch Demonstrationen, durch alle möglichen öffentlichen Ausdrucksformen Dinge verändert werden können. Das ist der große Unterschied zur Jugend vor der Unabhängigkeit. Als es klipp und klar war, dass diese öffentliche Teilnahme das ist, was eine politische Veränderung wirklich hervorbringen kann. Und dieser Glaube ist über die letzten 34 Jahre ziemlich verloren gegangen. Und viele der jungen Leute haben versucht, ihren eigenen Karriereweg irgendwie zu finden. Und zwar oft mit dem Preis, möglichst wenig mit der Regierungspartei anzuecken, so damit, wenn man da irgendeinen Zugang findet. Diese Strategie hat auch für einige Jahre recht gut funktioniert, solange also der neue Staat nach der Unabhängigkeit entstand und auch da viele Öffnungen für gerade junge Leute mit Bildungsabschluss bestanden. Heute ist es so, dass eben auch Tausende von Leuten, die Universitätsabschluss haben, keine Arbeit mehr finden. Und von daher ist da auch unter den jungen Leuten jetzt ein bisschen eine größere Radikalität zu spüren, dass einfach die Veränderungen nicht auf individueller Basis mehr geschehen können, sondern dass es eine kollektive Lösung geben muss und das Grundeinkommen eben davon ein Teil ist. Wir versuchen das als Trust auch durch unsere Aktivistinnen-Schulungen, die wir jedes Jahr mehrmals mit Leuten aus dem ganzen Land durchführen, das noch etwas zu vertiefen, dass das Verständnis auch wächst und dass die Grundeinkommensdebatte in ein größeres Verständnis eingebettet, so wie es Hans Florian auch sagte. Denn es ist gefährlich, wenn man sagt, es ist Grundeinkommen und sonst gar nichts, das wird alle Probleme lösen. Und der Rest der Fragen, wie wirtschaftliche Fragen, Wirtschaftssysteme umverteilen, das wollen wir nicht so genau eingehen. Solche Leute hatten wir auch in der Grundeinkommenskoalition. Aber da ist der Unterschied jetzt, dass wir das einbetten wollen in die größeren Zusammenhänge. Das ist natürlich ein etwas längerer und schwieriger Prozess, aber wir haben deutlich gemerkt bei den jungen Leuten, dass dann das Verständnis einfach viel, viel tiefer ist und die dann natürlich auch selber mit anderen jungen Leuten sprechen und diskutieren und so die Zahlen eben wachsen. Aber es ist schon ein Generationswandel von der ersten Phase der Grundeinkommenskampagne zu dem, was wir jetzt erleben. Ich fände es ja schon ein Stückchen erstaunlich, wenn du jetzt so deutlich sagst, bei den jungen Leuten hat sich ein Bewusstseinswandel ergeben, weil es auch eine Veränderung der realen ökonomischen und sozialen Situation gegeben hat. Eine Ausbildung alleine reicht eben nicht mehr aus, um über eine bezahlte Arbeit oder eine selbstständige Tätigkeit die ökonomische Zukunft zu sichern. Das kann für einige funktionieren, das funktioniert für viele nicht. Da wäre es ja eigentlich naheliegend, gerade für fortschrittliche Parteien, die sich auf zum Teil auch marxistische Traditionen berufen, wie die National Economic Freedom Fighters zum Beispiel, oder vielleicht auch das Landless People's Movement, darüber hatten wir ja bei deinem letzten Besuch hier auch schon mal gesprochen. Da wäre es ja eigentlich naheliegend, dass die sich die Frage stellen, wenn das denn so ist, dass selbst eine gute Ausbildung, die Fähigkeit und Bereitschaft, über Erwerbsarbeit die eigene Lebensgrundlage zu sichern, nicht dafür ausreichen. Was für gesellschaftliche Mechanismen brauchen wir denn eigentlich, um diese Grundlage zu schaffen? Das ist ja eine Frage, die sich geradezu aufdrängt für eine Partei, die von der linken politischen Seite herkommt.
Ich finde das schon sehr erstaunlich, dass also auch solche Parteien, die sich als links verstehen oder wie die NEFF ja zum Teil auch als eher marxistisch verstehen, diese Überlegungen nicht angestellt kriegen. Magst du da noch mal ein bisschen, du hast gesagt, die Oppositionsparteien, magst du das noch mal ein bisschen differenzieren, wie, mit wem ihr gesprochen habt und mit welchen Argumenten? Ja, also die Oppositionsparteien sind in aller Regel konservativ. Die Ausnahmen im Spektrum sind die, die Werner genannt hat. Das eine nennt sich Namibia Economic Freedom Fighters, eine Art Kopie dessen, was in Südafrika als Economic Freedom Fighters mit Julius Malema entstanden ist. Das Radikalste bei denen, also in Namibia, sind die T-Shirts und die Mützen und die Aufkleber. In ihrer Analyse der namibischen Wirklichkeit und der namibischen Ökonomie ist also von Marxismus überhaupt nichts zu spüren. Wenn, dann ist mal eine Kopie eines Slogans aus Südafrika, denn dort gab es unter der Economic Freedom Fighters in Südafrika, gab es und gibt es durchaus auch Leute von einer linken und auch marxistischen Tradition, die auch die südafrikanische Wirtschaft so analysieren. Bei unserer Art Branche dieser Bewegung, dieser Namibia Economic Freedom Fighters, ist also diese Analyse so nicht angekommen. Und von daher haben die das Grundeinkommen gar nicht verstanden und sind überwiegend auf der Schiene, ja, wir brauchen Investoren, aber wir, die historisch Diskriminierten, wir müssen da auch unseren Teil drin kriegen. Aber das eben wiederum sehr individuell gedacht, nicht kollektiv. Denn ein Grundeinkommen wäre natürlich so etwas kollektiv. Und vom Anspruch her, als diese Namibia Economic Freedom Fighters entstanden, hatten wir auch gedacht, wie Werner es denkt, für so eine Partei wie diese wäre doch das ein gefundenes Fressen. Und die könnten sich auch ihre eigene Popularität enorm erhöhen, wenn sie das annehmen würden. Die zweite Partei, die zumindest so aussah, als ob sie links von der SWAPO sich positionieren würde, war das Landless People's Movement. Das war ein Wegbruch der SWAPO, zwei Leute aus der SWAPO-Jugendliga, die dann sagten, mit SWAPO kriegen wir das gar nicht hin, vor allem auch die Landfrage, diese Umverteilung der Landfrage, die kolonialen Landverhältnisse, die immer geblieben sind, kann man innerhalb SWAPOs nicht angehen. Und die zwei Leute, Henny Seibeb und Clinton Swartboy, waren beide führend in der SWAPO-Jugendliga. Ich hatte die beiden kenne ich auch persönlich sehr gut und wir hatten viele Diskussionen, aber auch da ist von einer marxistischen Analyse oder einer linken Analyse auch nicht sehr viel übrig geblieben. Auch da die Hoffnung auf Investitionen und es sollte dann auch doch irgendwie lokalen Leuten auch zugutekommen. Ursprünglich hatte die Partei das Grundeinkommen unterstützt. Nachdem wir mehrere Diskussionen hatten, da haben sie gesagt, sie unterstützen es. Haben sie gesagt, aber nur für 2 Jahre. War nicht klar, wie genau wie Heinz Florian fragte, was ist denn das für ein Verständnis, dass du nach 2 Jahren das wieder abschaltest? Jetzt sagen sie, okay, wir haben solche Riesenprobleme, Menschen verhungern und solche Armut. Also da müssten wir schon drüber nachdenken, wenn wir jetzt Öl und Gas fördern in Namibia, dann könnten wir doch vielleicht einen Teil dieser Gelder dann für so ein Grundeinkommen benutzen. Also die Partei war da auch so weder analytisch noch programmatisch auf einer klaren Linie. Die einzige, die bislang ein Grundeinkommen klar unterstützt hat, ist eine unabhängige Präsidentschaftskandidatin, eine Ali Angula. Die war ein Flüchtlingskind der SWAPO in der vormaligen DDR und hat sich jetzt als unabhängige Kandidatin zur Wahl gestellt. Und die hat also sich klar zu einem Grundeinkommen verpflichtet, wenn auch nicht dauerhaft, sozusagen für ein paar Jahre als Übergang. Und dann werden Leute sich doch
über Arbeitsstellen und Arbeitsplätze wieder selber über Wasser halten. Also auch da konzeptionell kein klares Verständnis. Und das ist die Enttäuschung. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit für uns, wenn wir jetzt zur Wahl gehen, wenn es keine wirklich linke Parteien gibt, die konzeptionell sowohl die Wirtschaft und auch die sozialen Strukturen Namibias anders sehen können. Wo ist da noch Hoffnung? Und deshalb eben die jungen Leute auch gemerkt. Und das kam eben in der Diskussion, die wir mit den politischen Parteien hatten, auch klar zum Tragen. Eine dritte Gruppe, die ich noch, also sozusagen links der SWAPO ansiedeln würde, ist eine Bewegung, die sogenannte Affirmative Repositioning, AR, die Kurzform. Geleitet von Job Amupanda, auch ein früherer Jugendliga-Aktivist der SWAPO. Er unterrichtet heute an der Universität, hat einen Doktorgrad und hat mit jungen Leuten zusammen diese Bewegung vor einigen Jahren gegründet, mit dem Ziel, einfach Land zu besetzen in städtischen Gebieten. Das Thema war, Häuser sind unbezahlbar für die große Mehrheit der Namibianer geworden. Nicht mehr Land bekommen sie und sie sitzen irgendwo in Wellblechhütten weit draußen vom Stadtrand. Das war das Thema, das da aufgegriffen wurde. Und er hat also in seiner ursprünglichen Analyse, da waren auch klare linke und marxistische Einflüsse, aber auch da hat sich das nicht zu einem klaren Konzept weiterentwickelt. Interessant war, dass die führende Persönlichkeit, Job Amupanda selber von AR, vor einigen Jahren sich unserer Grundeinkommensbewegung angeschlossen hat und ganz deutlich das universale Grundeinkommen befürwortet hat. Und jetzt ist er auch so, ja, vielleicht zeitweilig, aber nicht als Dauerlösung. Und das zeigt, wie auch die Parteien, die man links das SWAPO ansiedeln könnte, in diesem Fall diese Chance, eine neue Alternative wirklich zu entwickeln und damit die Wählerstimmen der jungen Leute zu gewinnen, bis heute nicht wahrnehmen. Und das ist natürlich schon auch enttäuschend. Ja, vor allen Dingen, wo das ist ja, als zum ersten Mal Leute von euch hier in Deutschland bei uns gewesen sind, 2008, da war aus Namibia ja Engelhard UNAP hier und aus Sambia Hary Kamboni. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den beiden das damals immer wieder sagte. Ich glaube, es war Engelhard. Man muss Kindern ja kein Eis geben, aber wenn man es ihnen erstmal gegeben hat, kann man es hinterher nicht mehr wegnehmen, ohne dass man Ärger bekommt. Also so scheint ja die Idee mit dem Grundeinkommen für 2 Jahre und dann war es das. Das ist ja eine politische Analyse, die wirklich sehr wenig weitreichend gedacht ist. So etwas würde schiefgehen. Das ist überhaupt keine Frage. Uwe, du hattest dich eben gemeldet gehabt. Die Hand ist jetzt wieder weg. Hat sich das erledigt oder magst du noch? Ja, Uwe, hört im Moment nicht. Wolf sage ich schon. Jörg, dann red du bitte. Ja, Herbert, könntest du dir wie müsste deiner Meinung nach eine Kampagne aussehen, die große Teile der Bevölkerung erreichen könnten, um die von der Idee so zu begeistern? Weil ist ja eindeutig evident, dass die Idee eigentlich Vorteile bringt und wie gesagt, nicht nur individuell dem Individuum also einen Benefit bringt, sondern das Land halt weiterentwickelt so. Genau. Also zwei Argumente. Das eine ist, wie Hans Florian es auch schon sagte, das konzeptionell so darzustellen, dass es eben nicht mehr nur irgendwie ein soziales Pflaster ist, sondern das Grundeinkommen anders zu verstehen. In Namibia ganz konkret würde ich sagen, dass die erfolgreichste Strategie war, was uns letztes Jahr in Mariental, einer Stadt im Süden Namibias, geglückt ist. Dort war die Gruppe ein ganzes Wochenende, hat mit Leuten überall gesprochen, war auch
An der Müllkippe, wo Leute davon überleben, durch den Müll sich zu arbeiten, um irgendwas Wertvolles da noch zu finden oder Essen zu finden, also dort zu überleben. Unser Team war da 3 Tage und hat dort mit den Leuten gesprochen. Und dann sind die Leute selber aus der Stadt am nächsten Morgen zu ihren politischen Vertretungen gegangen und haben gesagt, wann wird das Grundeinkommen hier eingeführt? Wir wollen uns jetzt dafür registrieren. Und die Verwaltung und die Politiker dort in Marienthal, die waren in einer totalen Panik. Da standen plötzlich hunderte Leute vor der Türe und sagten, wir registrieren uns jetzt. Wir sind jetzt hier. Und die riefen an und sagten, was müssen wir den Leuten sagen? Er sagte, ja, den müsst ihr jetzt erzählen, wann ihr es einführt oder warum ihr es nicht einführt. Und die haben das Recht drauf, hier eine ehrliche Antwort zu bekommen. Und das war für mich so ein Modell. Also in der Stadt hat es hundertprozentig so funktioniert, dass Leute dann verstanden haben, hier ist was, was wir selber jetzt einfordern. Und das würde ich als Strategie sehen, das war das Erfolgreichste. Wenn wir das in allen Orten hinkriegen, dass Leute zu Hunderten auf die Regierungsbüros eindringen und diese Frage stellen und das noch vor der Wahl irgendwie hinkriegen, dann denke ich, wäre das der Durchbruch. Ob das gelingt, ob Leute sich das zutrauen, vor allem in so großen Zahlen dann zu kommen, ist natürlich weiter eine Frage. Aber ich denke, strategisch ist es etwas, was Namibia unterscheidet von manchen anderen Ländern. In anderen Ländern sieht man ja also in Südafrika zum Beispiel hast du die Demonstrationen praktisch täglich und recht wenig Auswirkungen auf die Regierungspolitik des täglichen Lebens. In Namibia, wenn solche gezielten Aktionen stattfinden, hat das in der Regel eine Wirkung und die Regierung reagiert darauf und vor allem natürlich vor einer Wahl, wo die Regierung nicht mehr so absolut sicher ist, dass sie noch eine 50% Mehrheit kriegen. Und von daher denke ich, also, wenn ich das so anschaue, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, dass das Marienthal-Modell, dass man also einige Tage dort arbeitet, bis Leute das richtig verstehen und dann auch sagen, zu wem müssen wir denn gehen, wenn wir das Grundeinkommen wollen? Ja, zu den Regierungsbüros, lokal, regional, national. Und ich denke, das wäre nach wie vor praktisch das wichtigste Druckmittel, um das noch zu erreichen, das Grundeinkommen. Cornelia. Ja, hallo. Cornelia. Mich interessiert, warum das in Marienthal geklappt hat. Der Hintergrund meiner Frage ist der, ich bin selber dort gewesen, weil unser Kirchenkreis eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Marienthal hatte und habe also eine gute Anschauung von den örtlichen Verhältnissen. Mich würde interessieren, warum habt ihr das nur da probiert oder auch an anderer Stelle? Und wenn es da so gut geklappt hat, was sind die Indikatoren dafür? Ich habe verstanden, dass dich die Kirche ja ein Stück zurückgenommen hat aus diesem ganzen Prozess, jedenfalls auf nationaler Ebene. War das dort vor Ort anders? Das finde ich jetzt spannend für mich. Ja, also offiziell waren die Kirchen daran nicht beteiligt. Aber was man oft hat, ist, dass eben Leute, die aus der Kirche sind, sagen also auch junge Leute in der Kirche, sich dann dort einfach als Individuelle selber engagieren. Und Marienthal hat wohl insofern besonders gut geklappt, als die Armut im Süden und auch eine Art an das Bewusstsein der Marginalisierung dort eben besonders stark ist. Weil das natürlich auch historisch der Teil Namibias war, wo der Genozid stattgefunden hat, wo praktisch alles Land den Leuten genommen wurde, für die kolonialen Siedler und wo Leute seit Jahren schon kaum mehr einen Ausweg sehen. Und vielleicht war das der Unterschied, dass das in Marienthal dann wirklich dazu geführt hat, dass die selber beschlossen haben, jetzt gehen wir zu den Regierungsbüros. Weil aber sich Namibia natürlich als Ganzes die Armut weiter verschärft und die Schere immer weiter auseinanderknickt,
besteht durchaus die Möglichkeit, dass das in anderen Orten genauso passiert. Die Regierung ist äußerst nervös geworden in den letzten Monaten, was Demonstrationen angeht. Da liegt jetzt ein Gesetzentwurf vor, der praktisch eine legale Demonstration wieder so schwierig machen würde, dass man fast zurückkehren in die 80er Jahre vor der Unabhängigkeit. Und es war bezeichnend, dass ein Politiker der konservativen Oppositionsparteien aufstand und sagte, aber dieser Gesetzentwurf, den Swapo uns heute vorlegt, der ist ja fast das Gleiche, was wir in den 80er Jahren gebraucht haben, um Swapo zu unterdrücken und um die Studentendemonstrationen und Gewerkschaftsdemonstrationen zu unterdrücken. Und das war eine solche Peinlichkeit für Swapo. Das muss man sich mal vorstellen. 35 Jahre an der Macht, ein alter kolonialer Verwalter aus der Oppositionspartei, Herr Schmidt, steht auf und sagt, ja, jetzt macht ihr das Gleiche, was wir damals gegen euch gemacht haben. Peinlicher geht es ja nun wirklich nicht. Und ich denke, da sieht man, also dass Swapo heute schon bereit ist, solche Gesetzentwürfe ins Parlament zu bringen, welche Nervosität selbst unsere kleineren Demonstrationen da verursacht haben. Und ich denke, deswegen auch, das schließt dann an zu Jörgs Frage, strategisch wäre das ungeheuer wichtig, für die Leute jetzt vor der Wahl zu zeigen, dass sie nicht mehr bereit sind, nur auf leere Versprechungen zu warten. Dass es jetzt Zeit ist, was ganz Konkretes zu bekommen. Und mein Eindruck ist, wenn Swapo sagt, verstehen würde, eine Wiederwahl ist gesichert, wenn wir uns Grundeinkommen einführen, dann brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Dann haben wir eine überwältigende Mehrheit. Und das haben wir auch mit dem Treffen mit der Ministerin vor 2 Wochen so gesagt. Wenn ihr das einführt, ihr kriegt den ganzen Kredit dafür. Wir als Koalition halten uns dann raus. Ihr seid die, die es eingeführt haben. So wie Lula in Brasilien das ja mit großem Erfolg mit Bolsa Familia gemacht hat, was nicht ganz ein Grundeinkommen war. Und, aber das Marienthal war wirklich hochinteressant, wie Leute dann ihre eigenen Abgeordneten, also in der Stadtverwaltung oder im Regional Council, unter Druck gesetzt haben. Uwe, du warst zwischendurch weg, auch die Hand war runter. Jetzt bist du wieder da, bitte. Und danach dann Jörg. Ja, an meinem Wohnungstür wurde geklingelt, deshalb habe ich nicht zwischendurch mitbekommen, was erzählt worden ist. Ich hatte mich dort unterhalten. Aber ich hätte eine Rückfrage zu dem, was vorhin gesagt wurde. Also ich muss zugeben, ich kenne die aktuellen Verhältnisse in Namibia nicht weiter, aber das, was vorhin gesagt wurde, auf meine Frage klang tatsächlich so ähnlich wie die Verhältnisse, die wir momentan bei uns haben, plus zusätzlich die Tatsache, dass es armes Land ist mit einem vergleichsweise sinnvollen Bildungssystem und deshalb viele Leute mit guter Ausbildung nicht Schwierigkeiten haben, entsprechendes Einkommen zu finden. Und ich habe gemerkt, in vielen anderen Ländern führt das eher dazu, dass die Leute noch weiter nach rechts tendieren, um zu sagen, Hauptsache uns geht's gut, ob es den anderen gut geht, interessiert uns nicht so sehr. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Namibia, wie ist das dort? Ist da eher eine gegenseitige solidarische Unterstützung oder geht es dann hauptsächlich darum, für die eigene Großfamilie oder für die eigene Volksgruppe oder sowas in der Richtung dort was durchzusetzen? Oder wie gesagt, wie läuft das? Hat jetzt nicht unmittelbar mit Grundeinkommen zu tun, würde mich aber in dem Zusammenhang gerne interessieren. Danke. Ich will Ja. das vielleicht, Herbert, noch ein ganz kleines bisschen ergänzen. Du sagst, es ist nicht sicher, dass Swapo wieder eine Mehrheit bekommt. Wer würde denn nach heutigem Stand voraussichtlich zulegen bei den Wahlen? Also es gibt zwei neue Parteien, die antreten. Das eine ist diese AR, Affirmative Repositioning von Job Amopanda, die aber ein bisschen wie soll man sagen, an Dampf verloren hat. Die zweite ist ein Zahnarzt, Dr. Panduleni Itula, der früher SWAPO-Mitglied war, lange Jahre in England gelebt hat, vor ein paar Jahren dann zurückgekehrt ist nach Namibia.
und in der letzten Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat angetreten ist gegen den bestehenden Präsidenten Hage Geingob damals. Und dieser Dr. Itula hat damals, glaube ich, 28% der nationalen Stimmen erreicht in der Präsidentschaftswahl. Das gab es noch nie. Also irgendjemand außerhalb SWAPOs kam nie über 10% der Stimmen hinaus, bei all den Wahlen, die wir seit 1990 hatten. Und von daher war also dieser Abschluss mit 28% der Stimmen äußerst erstaunlich. Man muss das allerdings im Zusammenhang sehen, was vor 5 Jahren passiert ist, nämlich dass mit Hage Geingob zum ersten Mal ein Präsidentschaftskandidat da stand, der nicht Awambo war, also nicht der Oshiwambo sprechenden Mehrheit Namibias gehörte, der zuvor aber mit fast 80% der Stimmen 2014 gewählt wurde. Und zwar deswegen, weil er gesagt hat, in Namibia darf sich niemand ausgeschlossen fühlen. Also Uwes Frage, ist es Stammesdenken, ist es Familiendenken? Da war es klipp und klar, es ist Namibia. Also es muss ein nationales Denken geben. Niemand darf ausgeschlossen sein und kein Namibianer sollte in Armut leben. Das brachte damals dem sitzenden Präsidenten über 80% der nationalen Stimme. Und das war kein Sowjetunion-ähnliches Wahlverfahren, sondern das war tatsächlich so, dass der Präsident mehr Stimmen bekam als die SWAPO, die damals bei 65% lag und ihr Präsidentschaftskandidat bei über 80. 5 Jahre später hat der Präsident dieses Versprechen nicht eingelöst. Und vor allem, er hat das Grundeinkommen nicht eingeführt. Es gab damals, und ihr habt das vorher auch gefragt, wie groß ist denn die Unterstützung? Unabhängige Meinungsforschungsinstitute in Namibia, damals vor 8, 9 Jahren, sagten, 75% der Namibianer unterstützen die Einführung eines Grundeinkommens. Also ganz groß und breite Unterstützung. Als der Präsident das dann nicht eingeführt hat, und dann kam der neue Präsidentschaftskandidat Dr. Itula hinzu, der hat dann sozusagen diese Enttäuschung aufgefangen. Nicht von einer linken Ecke, nicht mit Kampagne fürs Grundeinkommen, aber es war so als Alternative zu sehen. Inzwischen hat er seine eigene Partei, das nennt sich Independent Patriots for Change, IPC, deren Wirtschaftsprogramm sagt schon alles. Er will nämlich die Steuern für die Konzerne von 32% auf 22% senken. Also neoliberal pur, hat eine in den Kommunalwahlen, die Hochburg dieser Partei sind die reichen Stadtviertel. Also eine ganz klare elitäre Partei. Und das steht natürlich im völligen Gegensatz dazu. Was er aber sehr geschickt macht und weshalb er möglicherweise die größte Oppositionspartei und die zweithöchste Stimme bei der Präsidentschaftswahl wiederbekommen wird, ist, er fokussiert sehr auf, wie nennt man das, Korruption. Misswirtschaft und Korruption. Und sagt, das treibt Leute weg, deswegen haben wir Arbeitslosigkeit, deswegen investiert niemand hier, die Steuern sind zu hoch, die Regierung ist zu korrupt, aber genau dieses Lied. Also man kann sich wirklich nur an den Kopf fassen. Und er wurde dann auch gefragt, ja, was denkst du denn über ein Grundeinkommen? Ja, das ist unverantwortlich, sowas überhaupt zu versprechen und zu debattieren, das kann man überhaupt nicht halten. Und hat da wilde Zahlen veröffentlicht. Er sagt, es kostet 40% des Staatshaushalts, um ein Grundeinkommen in Namibia einzuführen. Also wirklich absurd. Und das führte jetzt also in eine absurde Situation, wo SWAPO nicht unter Druck von links kommt, was man eigentlich erwarten müsste. Denn Uwe, deine Frage, also von den 3 Millionen Einwohnern, die wir haben, sind 1,4 Millionen unsicher, ob sie genug zu essen haben. Also die Hälfte der Bevölkerung praktisch an der Hungergrenze. 70% der angestellten Leute in Namibia, nicht arbeitslos, angestellt, verdienen unter 1.500 Namibia-Dollar
pro Monat. Das sind etwa 75, 70, 75 € pro Monat. Das sind Festangestellte, die Montag bis Samstag oder Montag bis Freitag arbeiten. Also die Armut in Namibia geht weit über die etwa 40% Arbeitslosen hinaus, tief, tief, tief in die sozialen Schichten, die eigentlich angestellt sind. Und dann müssen diese niedrigen Gehälter noch verteilt werden auf Haushalte und Familienverbände, wo der Großteil arbeitslos ist. Und so hast du in Namibia eine klitzekleine Schicht superreicher Leute, eine sehr kleine Mittelschicht, überwiegend angestellt im öffentlichen Dienst und ein paar bei den Minengesellschaften. Und dann geht der tägliche Kampf ums Überleben weiter. Und diese neoliberale Ideologie, dass Leute sich sozusagen streng dich an und krieg eine gute Bildung und hart bei der Arbeit, dann wirst du schon irgendwie hochkommen. Diese Ideologie war so tief verwurzelt, dass Leute, die keine Arbeit fanden, dann auch dachten, es ist ja mein Fehler, bin ich doch irgendwie selber schuld. Und das muss man alles durchbrechen. Und es gelingt uns jetzt zum ersten Mal mit diesen vielen jungen Leuten, mit denen wir jetzt arbeiten, zu sagen, das ist doch nicht euer Fehler. Wir müssen doch hier anfangen, strukturelle Änderungen durchzuführen. Da sind wir allerdings als kleiner Trust wirklich auf weiter Fläche. Wir hatten den Plan ursprünglich mit den Organisationen, die Werner erwähnt hatte. Wir dachten an die Namibia Economic Freedom Fighter, an die Affirmative Repositioning und Landless People's Movement. Wir haben gesagt, wir machen auch politische Schulungen für euch, für eure Kader, um das zu verstehen. In den ganzen politischen Grabenkriege, die auch innerhalb dieser Organisation stattfinden, ist es leider bisschen untergegangen. Wir werden aber nicht aufgeben und auch nach der Wahl dann sehen, denn das muss passieren. Wir müssen dazu kommen, dass es eine alternative Denkweise, die dann auch in die Parteipolitik irgendwann mal einfließen muss, sodass SWAPO unter Druck von links kommt und nicht Dr. Itulas Neoliberalismus pur von rechts als Alternative dargestellt wird. Und wir sehen das mit vielen unserer Tageszeitungen und so, die sind so entsetzt über SWAPO, dass sie denken, alles außer SWAPO wird besser. Und dann sitzt man zum Schluss wie Argentinien da und wählt sich seinen IMF selber in die Regierung. Wir haben noch eine Wortmeldung und 2 Minuten Zeit. Das ist jetzt ein ehrgeiziges Projekt, vor allen Dingen für Herbert, der so viel zu sagen weiß. Aber wir versuchen das, Jörg. Ja, danke für die Gelegenheit. Ich habe folgende Frage. Die Medienlandschaft in Namibia ist ja mit Blick auf Bevölkerungsstruktur relativ gut strukturiert und auch qualitativ recht hochwertig. Wie gehen die Medien flächendeckend denn mit der Thematik Grundeinkommen um? Ist das überhaupt ein Thema? Und wenn ja, welche Durchreichungsquote an die Gesellschaft haben denn diese Medien? Also die Tageszeitungen und Wochenzeitungen in Namibia, es gibt ja, glaube ich, 4 Tageszeitungen, 2 Wochenzeitungen dazu, deren Verkauf also der Papierzeitungen ging zurück. Es geht mehr und mehr auf die sozialen Medien und WhatsApp und alles und YouTube und solche Dinge zurück. Digital gibt es also jede Menge Radiostationen. Und natürlich der National Rundfunk Namibia Broadcasting Corporation, die sowohl 2 Fernsehsender als auch Radioprogramme in den verschiedenen Sprachen haben. Das Grundeinkommen wurde von den verschiedenen Medien zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich darüber berichtet. Was dieses Jahr für uns das Erstaunliche war, dass die regierungseigene Zeitung New Era mehrere Berichte hatte und dann ein Editorial, also vom Herausgeber selber geschrieben, das sagte, Namibia kommt um ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht mehr herum. Es muss eingeführt werden. Unsere Politiker müssen das jetzt langsam verstehen. Wir haben so lange debattiert. Und so eine klare Bekenntnis von New Era als Regierungszeitung war super. Die größte Tageszeitung der Namibien hat leider nicht ganz so unterstützend. Die sind mehr auf der Ebene, wir müssen die Korruption abschaffen und bessere
Investitionsbedingungen für Betriebe schaffen. Und andere so dazwischen. Aber alles in allem ist unsere Berichterstattung, die wir in den Medien hatten, nicht schlecht. Und nach den landesweiten Demonstrationen am 26. August hatten wir am Montag darauf in allen Zeitungen wurde über die Aktivitäten berichtet. Also von daher sind unsere Medien nicht gegen ein Grundeinkommen. Und wenn wir da interessante Dinge liefern und interessante Dinge tun, dann wird das berichtet. Okay, danke schön euch allen, ganz besonders natürlich dir, Herbert. Das war, glaube ich, für uns alle spannend. Eine ganze Reihe Vergleichbarkeiten zu Dingen, die wir auch erleben, eine ganze Reihe Eigenheiten, die wir so nur jetzt in Namibia sehen. Und eine ganze Reihe noch nicht diskutierte Fragen, Rolle Deutschlands, was könnten wir von hier aus tun? Und all diese Dinge sind jetzt noch offen geblieben. Mal gucken, ob sich eine andere Gelegenheit ergibt. Für heute wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend.